Und schon sind wir wieder da. Herzlich willkommen zum dritten Teil unseres kleinen Tango-Aufbaukurses. Argentinischer Tango. Frank Seehaus, Fabienne, Vogt. Und heute, ja, wollen wir aufbauen auf die Schritte, die wir bis jetzt gemacht haben. Die Baldosa, das ist die Fliese und den Paso Basico. Wollen wir eine kleine Bewegung versuchen, bei der Sie sich vielleicht noch ein bisschen mehr argentinischer fühlen können, besonders als Frau. Wir möchten es Ihnen gerne mal zeigen. Wenn Sie das dann zu Hause üben möchten, finden Sie das Ganze bei uns in der Tango-Playlist. Da haben wir ganz verschiedene Lieder für Sie zusammengestellt. Zu Beginn noch ein kleines Wort vorweg. Im Tango-Salon, da geht es immer sehr eng zu, fühlen sich die Tänzer sehr unwohl, wenn sie als ersten Schritt einen Schritt rückwärts machen sollen. Sie haben hinten keine Augen, sie wissen nicht, ob da gerade jemand vorbeitanzt, den sie vielleicht treffen könnten. Deswegen hat sich eingebürgert, dass man mit dem sogenannten Salon-Start beginnt. Alles andere bei den Figuren bleibt immer gleich. Wir beginnen nur, statt mit dem Rückwärtsschritt als Herr, beginnen wir mit dem zweiten Schritt. Wir beginnen mit dem Schritt zur Seite. Das ist für den Herrn überschaubar. Da sieht er seine Mittänzer und so kann er sich gut auf der Tanzfläche zurechtfinden. Also, wenn Sie das Aufbauen üben möchten, jede Figur, wenn Sie starten, können Sie zunächst einmal nur mit dem Seitwärtsschritt beginnen und dann tanzen Sie einfach, was Sie wollen, die Baldosa oder Paso Basico. Die kleine Variation, die ich Ihnen gerne jetzt mal zeigen möchte, sieht folgendermaßen aus, damit Sie sehen, wie verspielt der Tango ist. Wir beginnen ganz normal jetzt nochmal daher mit dem rechten, dann mit dem linken Fuß. Gehen einen Schritt zur Seite, wie bekannt. Nur hört der Herr jetzt hier an dieser Stelle auf, dreht die Dame ein bisschen, sodass sie mit der rechten Schulter zu ihm steht und lässt sie einen kleinen Schritt zurücklaufen. Jetzt steht die Dame hinten auf dem linken Fuß und jetzt hat die Dame Gelegenheit, mit dem freien Bein zu spielen. Sie kann das Bein hochziehen, sie kann kleine Kreise am Boden machen, mit der Fußspitze, mit der Ferse, wie sie gerne möchte. Aber wir denken mal, dass mit dem Hochziehen ist eine gute Sache, das sollten wir jetzt mal üben. Dann holt der Herr die Dame wieder auf den Schritt nach vorne vor sich und dann können wir mit jedem Paso oder Baldosa-Schritt zurück, seit, vorbei, wieder beginnen. Wir zeigen Ihnen den Schritt auf der anderen Seite. Also, jetzt eins zur Seite, der Herr Pause, steht gut auf dem linken Fuß, die Dame dreht auf den Fuß, auf dem sie steht und geht einen kleinen Schritt zurück auf den linken Fuß. Jetzt hat sie den anderen Fuß frei, kommt wieder nach vorne. Und wir tanzen. Baldosa. Oder Paso Basico. Die Schritte jetzt erst einmal alleine gezeigt. Interessant für die Dame. Die Dame tanzt, ich begleite die Dame mal, damit sie gut stehen kann. Die Dame beginnt ganz normal mit dem linken Fuß vorwärts und dem rechten Fuß zur Seite. Jetzt wird die Dame an dieser Stelle gedreht, auf den Fuß dreht sie herum, geht einen kleinen Schritt zurück auf den linken Fuß, mit dem Spielbein streicht sie auf der Außenseite des Standbeines mit ihrem Fuß hoch, kommt wieder auf den rechten Fuß nach vorne drauf, dabei dreht sie wieder zum Herrn und könnte mit dem Herrn zusammen wieder jede Schritte, die wir kennen, machen. So,
Die Schritte des Herrn sind an dieser Stelle etwas unerschließlich, weil der Herr wirklich nur zwei Schritte hat. Er tanzt rechts rückwärts, links zur Seite, da bleibt er super stehen, dreht die Dame, lässt sie einen Schritt zurückgehen, lässt sie spielen und holt sie wieder vor sich. Dann hat er den rechten Fuß frei und wir können von hier aus wieder in Baldossa oder Passo Basico gehen. Also, beim Herrn ganz, ganz einfach, erst einmal vom Schritt her. Nur müssen wir natürlich das Ganze führen. Von alleine dreht die Dame natürlich nicht, ist klar. Deswegen zeigen wir das noch einmal, was hier passiert. Die ersten zwei Schritte, fertig. So, jetzt bekommt die Dame vom Herrn einen Impuls, dass sie auf den Fuß dreht. Sie kommt also mit ihrer rechten Schulter dem Herrn sehr nahe. Dann führt der Herr die Dame mit einem kleinen Schritt zurück. Die Dame hat jetzt Freiraum und dann holt der Herr die Dame wieder vor sich, dass wir wieder gegenüberstehen. Und dann können wir wieder starten. Noch einmal andersrum. Die ersten beiden Schritte. Der Herr sucht einen guten Stand, dreht die Dame macht einen kleinen Schritt zurück, spielt, wird vom Herrn nach vorne geholt und beginnt mit